Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich hier an diesem Sonntag, dem ersten nach dem Epiphaniasfest. Das ist der 7. Januar 2024. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, heißt es im Römerbrief im 8. Kapitel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die an allem Leid lebendig bleibt, und im Namen der Kraft, die uns immer wieder nahe sein will, die uns anrührt und uns stärkt. Lassen Sie uns beten. Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass Jesus Christus gekommen ist, Licht für die Welt, Ziel für die Suchenden, Wegzeichen für die Verirrten, mit Wasser getauft, mit dem Geist gesegnet, mit deiner Stimme berufen. Dass wir auf ihn hören und ihm folgen und dir die Ehre geben, alle Zeit. Dazu hilf uns durch deinen Geist. Amen. Wir hören aus dem Psalm für den heutigen Sonntag, da heißt es: Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Predigttext für diesen Sonntag, er ist genommen aus dem 1. Korintherbrief, und zwar schreibt dort der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth:
Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Liebe Mitfeiernde, dieser Sonntag ist geprägt von sehr viel Unruhe. Das war nicht immer so am ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Auch wenn das Jahr wieder beginnt, die Unruhe auf der Welt hat so zugenommen und in vielen Ländern geschieht es, dass diese Unruhe sich Platz macht. Es ist auch eine Stadt voller Unruhe, Korinth, die diesen Brief erhält. Wir wissen, dass Korinth eine Stadt voller Lebens war, so ähnlich wie Hamburg, dass dort Schiffe entladen wurden, dass dort täglich Waren ankamen, dass man dort nicht zur Ruhe kam. Da hörte man die neuesten Weltnachrichten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade da in Korinth auch die neuesten Nachrichten von den Verfolgungen der Christen in Rom zu hören war. Und wir wissen, dass da auch einige geflohen waren und jetzt in Korinth zu Hause sind. Es war eine sehr bewegte Zeit und die Christen wussten damals auch nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Wir wissen, dass ja auch Paulus dann am Ende mit seinem Leben bezahlte. So passt dieser Brief in unsere unruhige Zeit, weil diese Zeit damals auch bewegt war und von vielen Menschen mit Bange und Sorge in die Zukunft geschaut wurde. Was schreibt er dieser Gemeinde, die dort so quirlig und so unruhig unterwegs ist und in der die Zeiten nicht gerade rosig aussehen? Er schreibt, nicht viele Weise nach dem Fleisch sind berufen, nicht die Mächtigen, nicht viele Angesehene sind berufen. Er freut sich, dass die Hafenarbeiter, die den ganzen Tag krampfen, die ihre Arbeit verrichten, die weder Macht haben noch Weisheit vielleicht von dieser Welt besitzen, wie es die Obrigkeit sich aneignen kann, und auch nicht gerade sehr angesehen sind, denn sie müssen harte Arbeit leisten, dass diese von Gott eingeladen worden sind und dass diese auch gehört haben, dass diese gekommen sind, dass diese sich anrühren lassen haben. Das freut Paulus und deshalb steigt er mit dieser Sache hier direkt in den Brief ein und kritisiert natürlich gleichzeitig die anderen. Wird hier tatsächlich die Bildung kritisiert, die Mächtigen und die Angesehenen? Ja, es wird nicht gesagt, dass die Hafenarbeiter töricht sind und dass sie vielleicht ungebildet sind. Aber er macht hier etwas ganz groß deutlich, nämlich, dass es Gott auf jene Menschen, die die Obrigkeit bilden und die sich was Besseres wähnen, die eine Weisheit von dieser Welt haben, also von diesem Fleisch, die viel Macht haben und angesehen sind, weil sie Geld haben, dass sich Gott aus diesen Menschen nicht viel macht. Und dass diese Menschen Schwierigkeiten haben, und zwar den Weg zu Gott zu finden. Und das sehen wir auch heute. Das sehen wir in unserer Zeit heute, dass die Mächtigen und die, die das große Klavier bespielen der Weltherrschaft, heute eine Weisheit von dieser Welt haben, die zum Himmel schreit. Sie wollen es noch besser können als Gott. Sie wollen alles umkrempeln und neu gestalten. Ja, und dabei gehen sie wohl über Leichen. Und sie haben so viel Macht, dass sie meinen, sie können damit siegen. Sie kommen damit durch, sie können sich alles erlauben, ob sie gewählt sind oder nicht.
Hauptsache, man hat genügend Geld, dann kann man in diesem Orchester mitspielen. Und wir wissen längst, dass in diesen Gesellschaften unserer heutigen Zeit, auch früher war es nicht viel anders, die Angesehenen jene waren, die Geld hatten, die in den Machtpositionen steckten und die sich alles erlaubten. Ja, man kuschte damals wie heute, man hatte Angst, dass man seine Arbeit verliert, dass man ganz auf die Verliererschiene gedrängt wird und dass dann alles letztlich vorbei ist. Und so arrangierte man sich, die Hafenarbeiter, sie klägten von früh bis abends. Und da tröstet Paulus diese Menschen und sagt, macht euch nichts daraus. Gott hat euch berufen und Gott möchte gerade euch beschützen, Gott möchte euch begleiten. Die hat er nämlich erwählt, nicht die da oben. Das, was schwach ist, hat er erwählt, damit er zuschanden mache, was da sich so stark aufspielt. Das Geringe in der Welt, das oft Verachtete, hat Gott erwählt, damit er zunichte mache die falsche Hybris, die falsche Ehrerbietung und die falsche Geldansammlung. Aber er begründet auch, warum er diese Elite, diese Mächtigen damals wie heute nicht durchkommen lassen möchte, weil sie sich selbst rühmen. Er wird dies tun, damit sich kein Mensch mehr von ihnen vor Gott rühmt. Er hat es satt mit der Hybris, mit der Eitelkeit, mit der Macht, Streberei und mit den idiotischen Gedanken, dass man diese Schöpfung verbessern müsste, dass man es besser kann als Gott, dass man noch eins oben drauf setzen muss und dass man dabei andere an die Wand spielt. Und deshalb sagt Paulus hier zu diesen Menschen, die auch häufig den Mut verlieren und nicht wissen, wie es weitergehen soll, ihr seid berufen, und zwar für die Weisheit, für die Gerechtigkeit, für die Heiligung. Ihr seid diejenigen, die Gott groß machen. Ich brauche euch. Und das ruft er heute allen Völkern zu, die sich unterdrücken lassen müssen, die keine Freiheit mehr haben, die gegängelt werden, ja, die man sogar teilweise reduzieren möchte. Hier kriegen wir Zuspruch. Hier kriegen wir das Wort Gottes direkt zugesprochen und gesagt, sorgt euch nicht, macht euch nicht deshalb so viele Gedanken. Gott wird für euch streiten und er wählt euch und nicht die, die euch jetzt drangsalieren. Und er begründet auch am Schluss alles noch einmal aus dem Propheten Jeremia, dass er sagt, damit sich keiner rühmt, sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und jetzt spüren wir, dass wir ja nicht ganz unschuldig sind an dieser ganzen Misere. Wir haben diesen Eliten viel zu viel Macht gegeben, wir haben sie davon eilen lassen, wir haben sie mit vergöttert, wir haben nach oben geschaut, wer Geld hat, wer Macht hat, wer Ansehen hat, das haben wir selbst mitbestimmt. Wir haben uns blenden lassen von falschen Werten, von einer Gottesferne, in der wir unterwegs gewesen sind und haben gemeint, wir könnten in dieser Welt so viel erreichen, wir könnten so viel gestalten und besser machen als alle Geschlechter vor uns. Nein, wir sind dort gelandet in der Einsamkeit, dort gelandet, dass man jetzt spürt, so kann es nicht weitergehen. Die Welt wird zerstört und der Mensch bekommt kein Atem mehr. Nicht aus einem erfundenen Klimawandel, sondern weil er einfach die Freiheit genommen bekommt. Ja, da sind wir heute gelandet und jetzt können wir einfach nur noch hoffen, dass Gott tatsächlich sich auf die Seite der Geringen und jener stellt, die eben nicht das Geld, die Macht und das Ansehen haben. Freilich, wir sind mit daran schuld. Wir haben ihm ja den Rücken gekehrt. Wir haben uns ja von ihm abgewandt und haben gemeint, wir brauchen ihn nicht. Jetzt zu diesem Epiphaniasfest, einen Sonntag danach, gestern war Epiphanias, spüren wir, wie wichtig es ist, dass wir ihn ins Boot holen, dass wir ihn brauchen. Wenn wir alles durchschaut haben, wenn wir alles wissen, was hier in der Agenda läuft, dann wird es uns immer deutlicher und immer klarer,
Wir können das von Menschenhand weder reparieren noch wenden. Wir können es auch nicht mehr so verändern, wie wir es gern wollen, sondern wir brauchen ihn. Ihn, der gesagt hat, ich komme zu euch. Damals zu den Arbeitern in dieser Hafenstadt Korinth und heute zu uns, wenn er wiederholt, was ihm wichtig ist, nämlich, dass wir ihn rühmen sollen, dass wir ihn groß werden lassen und dass wir auf ihn weisen. Wir haben es anders getan. Wir haben uns selbst ins Zentrum gestellt. Wir haben durch Sportveranstaltungen und großes Können die Menschen emporgejubelt. Wir bejubeln Menschen mit viel Geld, mit viel Ansehen und mit viel Macht. Und dann wundern wir uns, dass es so schräg herauskommt. Wir haben lange vergessen, Gott zu danken für unsere Talente, für alles, was er uns gibt, für die wirkliche Weisheit, die man bekommt, wenn man ihm angehört. Eine Weisheit, die weit über diese Welt hinausgeht. Die wirkliche Achtung aufgrund seiner Talente, weil man dann sagen kann, ja, ihr braucht nicht mich verehren, sondern dankt Gott, dass er mich so geschaffen hat. Wir sehen und spüren, wie wir die Welt auf den Kopf gestellt haben, und das waren wir nicht allein, sondern da hat sich jemand gefreut, nämlich die dunkle Macht, der Teufel selbst. Der hat die Menschen in den Bann gezogen und hat versucht, Gott diese Welt aus den Händen zu reißen. Doch er wird es nicht schaffen. Es ist viel Unheil angerichtet und wir werden sehen, dass in den nächsten Tagen Tausende von Menschen auf die Straße gehen und diese Veränderung mit anstreben. Und ich kann nur hoffen und kann nur beten, dass all diese Menschen auch begreifen, dass es hier nicht nur um einen Kampf menschlicher Verfehlungen und menschlicher Hybris geht, sondern dass es hier auch einen Kampf gibt, der sich gegen das Böse stellt. Und so brauchen wir nicht nur uns auf der Straße, wir brauchen nicht nur unsere Ideen und unsere Kehrtwendung, unsere Buße, unsere Neuausrichtung, sondern wir brauchen vor allem ihn, Gott, der diejenigen erwählt hat, die in dieser Welt normalerweise zu kurz kommen. Wir sind berufen, wir sind gerufen, aber nicht ohne Gott, sondern mit Gott, diese neue Zeit zu gestalten, aufzubauen, ins Leben zu rufen. Und so wird es hell an diesem ersten Sonntag nach dem Epiphaniastag. Hell und freundlich, weil eine große Veränderung aussteht, in der wir mitwirken können, im tiefen Gottvertrauen, zuvor in der Umkehr, dass wir uns bei Gott entschuldigen für unsere Wege, die wir falsch genommen haben, und ihn bitten, er möge uns stärken, kräftigen, er möge uns seinen Geist geben, damit dieser Geist der Machtgier, des Ansehens, der Beziehungen und letztlich auch der Hybris verschwinden. Möge Gott uns begleiten in den nächsten Tagen, möge er uns segnen und bewahren. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam stille werden und zu Gott beten, damit er uns begleitet in dieser Zeit
des neuen Jahres. Gott, du Licht der Welt, du heller Glanz in der Dunkelheit, die Weisen haben dein Leuchten entdeckt und sind zu dir aufgebrochen. Mit allen, die wie die Weisen aufbrechen, rufen wir zu dir, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich um Besonnenheit und Hingabe für die Menschen, die in diesen Tagen auf unvertrauten Wegen gehen. Für die Politiker, die gewählt worden und nun endlich die Verantwortung tragen sollten, für die Mächtigen, die mit ihren Entscheidungen das Leben Tausender beeinflussen und oftmals nicht zum Wohl. Mit allen, die Weisheit suchen, rufen wir zu dir, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich um Frieden für die Menschen in den Kriegsgebieten, dort, wo sie ausharren müssen, für die Menschen zwischen den Fronten, für die Kinder, die ohne Schutz aufwachsen. Mit allen, die sich nach Frieden sehnen, rufen wir zu dir, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich um Gerechtigkeit für die Menschen, die hungern, deren Arbeitsbedingungen unwürdig sind, deren Arbeitsplätze gestrichen werden, die kein Licht entdecken und nicht wissen, wie sie den morgigen Tag bestehen werden. Mit allen, die von Sorge beherrscht werden, rufen wir zu dir, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich um Glauben für deine weltweite christliche Gemeinschaft, die heute, genau wie damals, sich um deine Botschaft versammelt und die vor dem Stall in Bethlehem niederknien und in vielen Sprachen beten und singen, für die Sternensinger, die in diesen Tagen dein Licht und deinen Segen in die Häuser tragen. Mit allen, die an dich glauben, rufen wir zu dir, sende dein Licht und deine Wahrheit. Gott, du Licht der Welt, du machst die Herzen hell. Wir bitten dich für unsere Kranken, für die Trauernden und für alle, die wir lieben. Segne sie und mache ihr Leben hell, durch Jesus Christus, unseren Morgenstern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lassen Sie uns nun gehen mit dem Frieden des Herrn. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, bleiben Sie wohl behütet und sammeln Sie viel Kraft für die vor uns liegenden Tage, in denen Gott an unserer Seite ist. Alles Liebe, alles Gute, auf Wiederlogen.